Während der Wohnungsmarkt bereits seit Jahren für schwierige Verhältnisse bei Einkommensschwächeren sorgt, werden die immer weiter steigenden Mieten und die explodierenden Nebenkosten in Heidelberg und anderen Städten allmählich selbst für Besserverdienende zu einer deutlichen Belastung. Auch die Möglichkeit, an Wohneigentum zu gelangen, verringert sich für einen großen Teil der Bevölkerung durch steigende Grundstücks- und Immobilienpreise immer weiter. Manche Mieter müssen mittlerweile bis zu 50% ihres Haushaltseinkommens für Miete und Nebenkosten einplanen. Hierdurch steigt auch die Kluft zwischen Reich und Arm immer weiter an und verschärft so die Ungerechtigkeiten im sozialen Zusammenleben. Um hierauf einmal mehr aufmerksam zu machen und mit einigen beteiligten Akteuren von Stadt und Genossenschaften sowie Bürgern und sozialen Trägern zu diskutieren, lud das Heidelberger Bündnis gegen Armut und Ausgrenzung am Freitag, den 15.10.2021, im Rahmen der Aktionswoche gegen Armut zu einer Diskussionsveranstaltung in die Heidelberger Südstadt. In der Chapel waren mit Jürgen Ostschuk, dem Heidelberger Dezernent für Stadtentwicklung und Bauen, sowie Tanja Oehlmeier vom Bereich Liegenschaften und Wirtschaftsförderung der Stadt Ulm auch Vertreter zweier baden-württembergischer Städte gekommen, die unterschiedliche Stadtentwicklungskonzepte verfolgen. Darüber hinaus waren mit Holger Maid von der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg und Stefanie Burke-Hehner als Vertreterin der Liga der Freien Wohlfahrtspflege zwei Podiumsteilnehmer aus weiteren Bereichen anwesend, um mit der Geschäftsführerin des Heidelberger Mietervereins Annette Heiß-Ritter und dem Publikum die Lage zu erörtern. In Input-Vorträgen gaben die Podiumsteilnehmer zunächst einen Einblick in ihre Standpunkte und Strategien. Im Anschluss konnte das Publikum Fragen stellen und Anmerkungen machen. Zu Beginn skizzierte Annette Heiß-Ritter die Lage in Heidelberg. Sie wies dabei auf die immer weiter steigenden Mietpreise hin und erläuterte auch den Zusammenhang zum diesjährigen Aktionswochenmotto »Ich habe mein Geld in Heidelberg verloren«. Im Hinblick auf den Mietspiegel in Heidelberg machte sie darauf aufmerksam, dass dieser auch aufgrund vieler Neubauten in der Bahnstadt eine stetig wachsende Miethöhe begünstige. Sie forderte ein Umdenken bei zukünftigen Wohnbauprojekten und konsequente Anstrengungen der Stadt bei der Reduzierung der Mietkosten für Normal- und Wenigverdiener. Sie betonte zudem die Forderung nach gezieltem Ausbau niedrigpreisiger Wohnungen. Als Beispiel für eine andere Wohnungspolitik nannte sie die Ulmer Bodenpolitik, die sich vor allem gegen Bodenspekulation richtet und die Tanja Oehlmeier im Anschluss genauer ausführte. Das heißt, ein Viertel unserer Einwohner in Heidelberg betrifft das. Dagegen stehen die 5 obersten Einkommensprozente, die auf sich 45% des Gesamteinkommens, also die Hälfte, vereinen. Diese schilderte, dass Ulm unter anderem eine aktive und strategische Bodenvorratspolitik betreibe. Derzeit seien rund 38% der Flächen in Ulm im städtischen Besitz. Man habe so die Möglichkeit, gezielt Projekte mit der Bereitstellung von Grundstücken zu fördern, die sich positiv in die Stadtentwicklung einfügen. Diverse Regularien sorgten dafür, dass Ulm ein breites Spektrum an Projekten verfolgen könne und eine Reduzierung von Ausschreibungskriterien böte mehr Vielfalt bei den eingereichten Bewerbern, was wiederum eine höhere Flexibilität bei der Entwicklung neuer Quartiere bedeute. Die Stadt Ulm halte zudem selbst einen großen Teil der Mietwohnungen im eigenen Bestand, was zu einer relativ niedrigen Durchschnittsmiete führe. Diverse weitere Mittel im Planungsrecht und diverse Instrumente wie eine langfristige Nutzungsverpflichtung und ein städtisches Rückkaufsrecht auf Grund und Boden ermögliche eine allgemeinwohlorientierte strategische Stadtentwicklung. Die Ulmer Bodenpolitik ist mehr als strategisches Liegenschaftsmanagement. Es ist tatsächlich Sozialpolitik, Regionalpolitik, Beschäftigungspolitik, Wirtschaftspolitik, Nachhaltigkeitspolitik, die Umweltpolitik, Strukturpolitik. Und noch viele, viele Dinge mehr, die man sich hier einfallen lassen kann. Aber ich möchte jetzt Jürgen Ostschuk gab aus Sicht der Stadt Heidelberg zu, dass man auch hier eine preisreduzierende Bodenpolitik betreiben und weiter moderierend auf den freien Markt einwirken müsse. Hierzu müssten Vergabekriterien überarbeitet werden. Die Konversionsflächen böten ein riesiges Entwicklungspotenzial und Möglichkeiten, den Anteil städtischen Bodeneigentums zu vergrößern. In Anlehnung an das Ulmer Modell müsste man im Hinblick auf das Planungsrecht auch die Bereitschaft von Bodenumwandlung vergrößern. Er zeigte sich aber auch etwas pessimistisch, ob ein solches Umdenken in Heidelberg möglich sei. Dennoch lobte er die Förderprogramme des Landes Baden-Württemberg im Vergleich zu anderen Bundesländern. Zwar sei das Budget der Stadt Heidelberg nicht unendlich, aber man müsse über eine Aufstockung des Eigenkapitals nachdenken, um mit weiteren Flächenkäufen den Mietwohnungsmangel zu begegnen. Im Hinblick auf Eigentum statt Miete bezeichnete er die Situation für viele Menschen als ungerecht verteilt.
Ich denke, wenn wir moderierend auf den freien Markt einwirken wollen, dann müssen wir tatsächlich alle Kriterien auf den Prüfstand stellen und vielleicht, das hat mir jetzt wirklich besonders gut gefallen, wenig Vergabekriterien, Festpreis, das sind so dann die Schlagwörter und dann eben vielleicht auch das Vertrauen haben, dass wir dann über den Bieterwettbewerb, den wir nachher bei einem solchen Vergabeverfahren ja machen, dann vielleicht die guten Vorschläge vom Bauträger aus bekommen, weil das sind nämlich auch alles Leute, die ihr Handwerk verstehen und die in der Regel auch deswegen schon gute Qualität liefern wollen, weil sie glauben, dass sie dann einen Marktvorteil haben. Holger Meid wiederum skizzierte die Strategie der Baugenossenschaft Familienheim Heidelberg. Er führte aus, dass deren Strategie langfristig auf barrierefreien und bezahlbaren Wohnraum ausgerichtet sei. Hierzu müsse man an den Rahmenbedingungen und diversen Stellschrauben für bezahlbaren Wohnraum feilen. Insbesondere wies er dabei auf das Landeswohnraumförderungsgesetz hin. Die hohen Grundstückspreise machten es auch den Baugenossenschaften mittlerweile schwer, neue Projekte zu initiieren und gleichzeitig in einem günstigen Mietrahmen zu bleiben. Hierbei sah er auch die ökologischen Sanierungs- und Bauauflagen sowie die Teuerung der Rohstoffe als Hindernis. Er forderte eine bessere Konzeptvergabe und Reglementierung der Grundstücksnutzung im Rahmen des Baulandmanagements der Stadt. Hierbei müsse die Investorenauswahl genauer auf Allgemeinwohl ausgerichtet werden. Als Beispiel nannte er hier die Gemeinde Kronau, in der es eine prozentuale Eindrittelregelung zwischen Mietwohnung, Eigentum und frei finanzierter Entwicklung gebe, was zu einer relativ geringen Miete führe. Das BMU hat im Jahre 2015, wenn ich richtig weiß, eben diese 10 Punkte offengelegt und auch 2016 verabschiedet. Das heißt, da steht im Prinzip auch alles drin, was dem Gremium, dem politischen Gremium, die Möglichkeit gibt, eben nicht Grundstücke frei zu verkaufen, sondern Dinge mitzugeben, was ich dafür haben will. Stefanie Burke-Hehner erzählte aus Sicht der freien Wohlfahrtspflege von den Schwierigkeiten, bezahlbare Einrichtungen wie Kitas und Betreuungseinrichtungen anbieten zu können, da auch hier die Mietpreise immer weiter stiegen, was letztlich auf die Eltern umgelagert werden müsse. Auch im Hinblick auf Mitarbeiter wies sie darauf hin, dass es hier immer schwieriger werde, eine Wohnung am Arbeitsort zu finden und viele gezwungen würden, lange An- und Abfahrten ins Umland in Kauf zu nehmen, was sich auch in den Bewerberzahlen widerspiegle und viele vor Probleme stelle. Hierbei sei auch ausschlaggebend, dass im Sozialbereich nur relativ geringe Löhne gezahlt werden könnten. Es käme zu einem regelrechten Wettrennen um Wohnungen zwischen Studenten, Senioren, Migranten, Alleinerziehenden und Familien. Ich habe sehr gute Mitarbeiter in der offenen Jugendarbeit verloren, die sagen, Mensch, Frau Burke-Hehner, ich würde gerne in die klassische Familienphase kommen, ich würde gerne ein Häuschen bauen, aber das kann ich mir hier nicht mehr erlauben. Also in Rotenwald hinauswandern oder in Rhein-Neckar-Kreis. Aber auch selbst die Angemeinen, also sprich Sandhausen, Rhein-Neckar-Kreis, Eppelheim, die werden ja auch teurer und das macht was mit unserer Politik, mit unserer Sozialpolitik. In der Diskussion mit dem Publikum ging es zum Ende der Veranstaltung unter anderem um die Themen Mietkauf, Erbbaurecht, Bodenrichtwerte sowie den Nachfragedruck auf dem Wohnungsmarkt und Mietpreistreiberei. Hier wurde die Stadt aufgefordert, ihre Regulierungsmöglichkeiten dringend positiv auszuschöpfen. Ein Anwesender forderte alle Akteure zudem vermehrt auf, in direkten Dialog mit Betroffenen zu gehen und nicht nur über diese zu sprechen. Und kommen Sie auf uns zu, weil die Expertise, die wir in diesem Bündnis mit über 50 Mitgliedern haben, stellen wir gerne immer zur Verfügung. Vielen Dank. Weitere Informationen, Videos und das Programm der Aktionswoche sind auf der Website des Heidelberger Bündnisses zu finden. Die Adresse lautet www.das-heidelberger-bündnis.de.